መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራን ምንጽብራ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ كمي توعلو كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا كاب ستوديو مساخم زلخو زكارياس كبرا أبي واناوي حبري تالنا ناوخنا بلكم لوم سنبت 31 تقمتي خلت تشحن 21 أبي كبابي كتما مقالز ركب أقلع تباهيلو أبزفلت بوتا نفرتي إيتوبيا دبداب كم زكايدا بأبي أحمد زمرحا نيمن قستي معكنا زينا إيتوبيا سبت إيبان እቲ ማእከል መሰልት ኣንሰራዊት ትግራይ እዩ ኢሎም ቦምባታት ዝዕለበሉ ስፍራ ብሓቂ ወተሃደራዊ ዕላማ ድዩ ወይስ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ኣብ ፃዕቂ ህዝቢ ዝነብረሉ ስፍራ እዩ ዓሊቡ ገና ካብቲ ቦታ ብናይ ደረቕን ተንቀሳቐሲ ምስልን መርትዖ ክረጋገፅ ዘለዎ እዩ። ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ወሎ ይገጥሞ ብዘሎ ሰፍ ዘይብል ስዕረት ተማሪሩ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኡን ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ከካይድ ፀኒሑ እዩ። ትማሊ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንኸተማ ደሴ ተቆፃፂርናያ ምስ በሉ ናይ ኣምሓራ ኣክቲቪስት ብዝተዋሃደ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ተወለቲ ትግራይ ስጉምቲ ክውሰድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጎስጓስ ጀሚሮም ኣለው። እቲ ዝካየድ ዘሎ ንዓሌትነት ዘጉልሕ ናይ ፀልኢ ዘመተ ሰራዊት ትግራይ ዝዕወት ዘሎ ኣብ ውሽጥና ብዘለዉ ተጋሩ ሓበሬታ ይበፅሖም ስለ ዘሎ እዩ። ስለዚ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ተጋሩ ካብ ዘለውዎ ተለቒሞም ኣብ ካምፕ ክዕፀዉ ኣለዎም ዝብል እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ እዋን ካብ ደሴ ሓሊፉ ንኢንዱስትራዊት ከተማ ኮምቦልቻውን ተቆፃፂርዋ ከም ዘሎ እሙናት ምንጭታት ይሕብሩ ኣለው። ብዘይካዚ ኣብ ደብረ ብርሃን ናይ ባጃጅን ናይ ካልኦት ተሽከርከርትን ምንቅስቓስ ንግዜኡ ደው ኢሉ ኣሎ። ናይታ ከተማ ናይ መጓዓዝያ ምምሕዳር ብዛዕባ እዚ ክገልፅ እንከሎ ኣብታ ከተማ ዘሎ ናይ ሰብ ምንቅስቓስ ንምቁፅፃር ምዃኑ የረድእ። ኣብ ከተማ ደብረ ብርሃን ዝርከቡ ህዝቢ ናብ ከተማኦም ፀላኢ ሰሊኹ ከይኣቱ ሓለዋ ክካይዱ እውን ለበዋ ቀሪብሎም ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ከተማ ደሴ ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣይተታሕዘትን ምባል ቀፂሉ ኣሎ። Africa is bleeding. Ein Aufruf zur Solidarisierung am 5.11.2021. Das hier geht an dich. An Freiwillige, an Ehrenamtliche, an Aktivistinnen, an jeden, der aus der schwarzen Community kommt, aber auch an jeden, der sich für Menschenrechte einsetzen möchte. Das hier ist für dich. Wir als Ubuntu rufen dazu auf, ja, uns gemeinsam zu unterstützen. Alle FrankfurterInnen und alle anderen aus den umliegenden Städten uns zu unterstützen, eine Stimme zu sein für die Entrechteten, für die Stimmlosen. Ganz besonders für die unmenschliche Ungerechtigkeit, die unseren schwarzen Brüdern und Schwestern aus Afrika widerfährt in Libyen. Sie erleben das, was unsagbar ist. Unsere Brüder und Schwestern werden aus verschiedenen Ländern auf eine torturvolle Reise geschickt und versuchen ihr Bestes, in ein sicheres Land zu gelangen. Sie müssen fliehen. Aber daraus wird nichts, weil unsere profitgegründete Politik und die dunklen Gefängnisse in Libyen sie festhalten und festketten. Kinder, Frauen, Männer sind Gewalt, sexuellen Missbrauch und im schlimmsten Fall dem Tod ausgesetzt. Sie sind hilflos. Und deshalb lasst uns zusammenkommen und den Stimmlosen eine Stimme sein. Ubuntu, Ubuntu Afropean, Ubuntu Passion Art und Ubuntu Campaign for Black Refugee wollen dich einladen.
sei dabei und beweg etwas. Wir wollen appellieren an alle, die uns zuhören können. An Organisationen, an Initiativen, an Vereine, an Aktivistinnen, an Journalisten, an jeden, der mit uns eintreten möchte für Gerechtigkeit in Libyen. Wir wollen die Situation aufzeigen und unsere Stimme schärfen für das, was nicht mehr so weitergehen kann. Du kannst so eine Stimme sein. Und wir wollen dich einladen und wir wollen dich ja zu einer Stimme machen für Menschenrechte. Lass uns nicht über Menschenrechtsverletzungen drüber schauen, sondern unterstützen und Solidarität zeigen, auch in unserer Social Media Kampagne. Wir wollen 4 Punkte adressieren. Erstens, die Evakuierung aller Geflüchteten aus Libyen. Zweitens, stoppen wir die Finanzierung von Menschenrechtsverletzungen. Ich bitte euch. Drittens, ein sofortiges Handeln. Nicht nur darüber reden in der Politik, sondern wirklich etwas bewegen. Und viertens, alle Abkommen mit Libyen aussetzen, bis sich etwas geändert hat. Die Situation in Libyen für unsere schwarzen Brüder und Schwestern, sie ist undenkbar und ist eine humanitäre Katastrophe. Sie sind seit Jahren durch diese EU-Politik ignoriert worden, ja, kleingeredet. Und deshalb sind sie gezwungen worden, ihre Heimat zu verlassen und auf sich alleine gestellt. Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer werden in Libyen an ihrer sicheren Weiterreise gehindert und konfrontiert mit Menschenhandel, der ganz besonders in unserer Zeit perfide aufgestellt wird, und zusätzlich mit unserer Außenpolitik, die das Ganze verschärft, in einem unglaublichen Maße traumatisiert. Wenn die geforderte Summe im Ausland, ja, von den lebenden Verwandten nicht besorgt werden kann, dann müssen sie über Tage, Monate, Jahre gefoltert, vergewaltigt oder missbraucht werden, damit diese Summe wieder gezahlt werden kann. Etwas Undenkbares. Aber im schlimmsten Fall droht der Tod. Und deswegen wollen wir dagegenhalten. Schon bei Antritt dieser Flucht sind sie physisch oder psychisch schon traumatisiert. Und das wird noch viel mehr verschlimmert durch die Flucht in der Sahara. Und das gipfelt in Libyen, was alles nochmal verstärkt. Also wollen wir diese unzumutbare Situation anprangern für unsere schwarzen Geflüchteten in Libyen. Und darauf wollen wir auf jeden Fall unser Augenmerk zeigen, auf das systematische, aber auch das schwere, menschenrechtsverletzende Verhalten, was dort an den Tag gelegt wird. Und unsere Abschottungspolitik tut der Sache nichts Gutes. Also tut mir einen Gefallen und solidarisiert euch. Und das laut. Menschenrechte für alle. Ein Ende für Menschenhandel, Vergewaltigung und Missbrauch. Und sichere Fluchtwege für alle. Ein Ende dieser humanitären Katastrophe in Libyen für unsere afrikanischen Geflüchteten, für unsere Brüder und Schwestern. Lass uns unsere Stimme erheben. Meine Stimme ist nicht laut und deine vielleicht auch nicht. Aber gemeinsam sind wir definitiv hörbar. Und deswegen sei dabei und verleih der ganzen Sache deine Stimme. Denn unsere Stimme zählt wie noch nie. Bis zum nächsten Mal. መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት
መተንቀሳቀስን ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረ ኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰግድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ